I think I want to convey something very important. Ich denke, ich möchte etwas Wichtiges rüberbringen. And it actually took me some time, some years to really get this. Und ich selbst habe einige Zeit, einige Jahre gebraucht, um dies zu verstehen. And that the real retreat is our life. Und zwar, dass das wirkliche Retreat unser Leben ist. And what comes up in our life is our practice. Und das, was in unserem Leben aufkommt, ist unsere Praxis. Wherever you go, here you are. Wo immer du auch hingehst, da bist du. And I think if we really begin to really reflect upon this, that our life is the practice. Und wenn wir beginnen, darüber wirklich zu reflektieren, dass unser Leben die Praxis darstellt, and then the whole world becomes our meditation pillar. Dann wird die gesamte Welt zu unserem Meditationskissen. No separation. Keinerlei Trennung. If you think this is only where the meditation is happening, this is misconception. Wenn du denkst, dass das hier das Einzige ist, wo die Meditation stattfindet, dann ist das eine Fehlwahrnehmung. It's your life. Es findet in deinem Leben statt. From sitting on the toilet, davon, dass du auf dem Klo sitzt, making a sandwich for your kid, deinem Kind ein Sandwich machst, being at work, auf Arbeit bist, being in the at the supermarket, oder im Supermarkt. Everywhere you go is your practice. Überall, wo du hingehst, da ist deine Praxis. If you really begin to get this, wenn du das wirklich verstehst, your life becomes one dedicated towards presence. Dann wird dein Leben ein Leben, was der Präsenz und der Gegenwärtigkeit gewidmet ist. And there's ways that we can support our practice in our life by living in ways that support the deepening of practice. Und es gibt Wege, wie wir die Praxis in unserem Leben unterstützen können, wie wir ein Vertiefen der Praxis unterstützen können. And the fourth great realization that the Buddha had underneath the Bodhi tree was what's called the Eightfold Path. Und die vierte große Realisation, große Erkenntnis, die der Buddha unter dem Bodhi-Baum hatte, wird der edle achtfache Pfad genannt. If there's anything that you need to take with you out into the world, is the Eightfold Path. Wenn es irgendetwas gibt, was du mitnehmen sollst, mit dir raus in diese Welt, dann ist es dieser edle achtfache Pfad. This is really a step-by-step literal teaching of how to live our lives that will deepen our meditation. Und dies ist buchstäblich eine Lehre, die uns Schritt für Schritt anleitet, wie wir unser Leben leben können. It is called noble because it supports the deepening of wisdom and compassion. Und es heißt, es ist ein edler Pfad, weil es das Vertiefen von Weisheit und Verstehen und Mitgefühl unterstützt. Beautiful teachings on living with integrity. Und es ist eine wunderschöne Lehre, die beschreibt, wie wir in Integrität leben können. That is the foundation to steadying the mind and the heart. Und dies bildet die Grundlage dafür, dass wir das Herz und den Geist zur Ruhe bringen. That supports insight and wisdom. Und es unterstützt Einsicht und Weisheit. I have such a deep appreciation for the Eightfold Noble Path. Ich habe so eine tiefe Wertschätzung für diesen edlen achtfachen Pfad. If there was one book that I would take with me on a deserted island, wenn es ein Buch gäbe, was ich mit mir auf eine einsame Insel nehmen würde, would be the Noble Eightfold Path. Dann wäre es das Buch über den edlen achtfachen Pfad. It's pointing to how to live our lives. Es weist darauf hin, wie wir unser Leben leben können. In such a way that it lessens suffering. Auf eine Art und Weise, wie wir Leiden vermindern. In very practical ways. Auf ganz praktische Weise. And supports deeper insight. Und er unterstützt, dieser Pfad unterstützt tiefere Einsicht und Erkenntnis. And these noble steps are intertwined or interwoven with each other. Diese edlen Schritte, diese Stufen sind miteinander verwoben und stehen miteinander in Beziehung. And so the Eightfold Path, I'll describe you the eight different steps. Ich beschreibe euch jetzt die acht verschiedenen Schritte darin oder Stufen.
is taking care of our bodily action with our speech. Es geht darum, dass wir für unseren Körper und unsere Handlungen Sorge tragen durch unsere Sprache. So sometimes we'll just say it's simply wise speech. Manchmal kann man einfach sagen, es geht um eine weise Rede. Wise action. Um weises Handeln. Wise livelihood. Um einen weisen Lebenserwerb. Wise effort. Um ein weises Bemühen, weise Anstrengung. Wise mindfulness. Weise Achtsamkeit. Wise concentration. Weise Konzentration. Wise understanding. Ein weises Verstehen. And wise intention. Und eine weise Absicht, eine weise Gesinnung. These are the eightfold noble steps. Das sind die achtfachen edlen Schritte. And it can be divided into three essential areas. Und er kann unterteilt werden in drei essentielle Bereiche. And this is the foundation which lies in living with virtue, with integrity. Es gibt den einen Bereich, wo es darum geht, dass wir mit Integrität leben, sittlich oder mit Tugend. And within virtue is wise action, wise speech, and wise livelihood. Und darin finden wir weises Handeln, weise Rede und einen weisen Lebenserwerb. And under the categories of wise concentration is wise effort, wise mindfulness, and again wise concentration. Und in dieser Kategorie der weisen Konzentration gibt es das weise Bemühen, die weise Achtsamkeit und die weise Konzentration oder Sammlung. And under the category of wisdom, wise understanding and wise intention. Und in der Kategorie der Weisheit, der Weisheitsgruppe, gibt es die weise Absicht und die weise Gesinnung, weise Einsicht. In Pali, it's Sila, Samadhi and Panya. Auf Pali heißt es Sila, Samadhi und Panya. Virtue, concentration and wisdom. Tugend, Konzentration und Weisheit. Now you might begin to wondering, is the teachings of the Dharma like, what's with all these lists? Und vielleicht beginnst du auch dich zu fragen, all meine Güte, was hat es denn mit all diesen Listen in der im Dharma auf sich? All these numbers. Und all diesen Zahlen. The four this, the seven that, the five this. Vier dies, sieben das und fünf jenes. And so you have to understand that Pali, the original language of early Buddhism. Ihr müsst verstehen, dass Pali die ursprüngliche Sprache des frühen Buddhismus was and still is an oral language. There is no written script in Pali. War und ist auch immer noch eine Sprache, die verbal übermittelt wird. Es gibt nichts Niedergeschriebenes. So the oral language is transliterated into different languages. Also diese orale Übertragung wird auf verschiedene Sprachen übertragen. Romanized Pali, German Pali, English Pali. Und es gibt deutsches Pali und englisches Pali und Pali in romanischer Sprache im Allgemeinen. And so, since it was an oral tradition, it was easier to categorize and put numbers of things to memorize them and to pass them down generation to generation. Und weil es eine mündliche Übertragungslinie war, war es einfacher, diese Kategorien zu bilden und sie zu nummerieren, so dass es dann leichter erinnert werden kann von Generation zu Generation. In the last 25-30 years, a couple of Burmese monks in Burma who were scholar monks wondered whether was it really possible to memorize these complete teachings of the Buddha. Und ein paar buddhistische Mönche in Burma haben sich gefragt, ob es wirklich möglich war, diese Lehren des Buddhas alle zu erinnern und auswendig zu lernen. And it so happened that those two monks did master memorizing. Und diese zwei Mönche haben es tatsächlich geschafft, alles auswendig zu lernen. And a friend of mine, a Buddhist monk, he met one of them and asked them, well, how long does it take you to recite the whole three baskets, the teachings of the Buddha? Und ein Freund von mir, ein buddhistischer Mönch,
hat einen dieser Mönche getroffen und hat gefragt, wie lange braucht es, bis er dieses Gesamtvolumen, diese Gesamttexte rezitiert hat? Wie lange dauert das? The monk said, it takes me 1.5 months and I recite for 8 hours a day. Und der Mönch erwiderte, es dauert 1,5 Monate und ich rezitiere 8 Stunden pro Tag. They're kind of like Olympic athletes of memorization. Es sind wie olympische Athleten der Erinnerungskunst. But they were curious, could this really be done? And, you know, and if then, you know, to see if it really could be passed on. Aber sie waren einfach neugierig und haben sich gefragt, ist es wirklich möglich, das alles auswendig zu lernen und dann mündlich zu überliefern? And it was said that these teachings were passed on orally for 500 years. Und es heißt, dass diese Lehre mündlich überliefert wurde, 500 Jahre lang. And then it was first translated into Selenese script on banana palms. Und dann Selenese? Is Sri Lanka Selenese. Ah, ja, okay. Und dann wurde es zuallererst in Sri Lanka übersetzt in die heimische Sprache, und zwar auf Palmblättern. So this is just a little long-winded background of what's all these numbers and lists. Das ist ein bisschen was von dem Hintergrund, was es mit den ganzen Nummerierungen und Listen auf sich hat. So back to the list of the Noble Eightfold Path. Also zurück zu der Liste des edlen achtfachen Pfades. And so it really begins with understanding. Es beginnt also mit einem Verstehen. Understanding of suffering and its causes in the path to freedom. Dem Verstehen von Leiden, seiner Ursachen und dem Pfad zur Befreiung. Wise understanding is the deep understanding that our minds are the creator of our own heavens and our own hells. Weises Verstehen ist das tiefe Erkennen dessen, dass unser Geist der Erschaffer unserer eigenen Himmel und unserer eigenen Höllen ist. Wise understanding means that you understand that your actions create reactions and you aspire for non-harming. Und ein weises Verstehen liegt auch darin, dass du verstehst, dass deine Handlungen Reaktionen nach sich ziehen und dass du dich bemühst, ein Nichtverletzen anzunehmen, keinen Schaden zuzufügen. And wise intention has three qualities. Weise Absicht hat 3 Qualitäten. The first one is a very scary word in our Western language. Und das erste Wort ist sehr furchterregend in unserer westlichen Sprache. It's called renunciation. Es lautet Entsagung. But if we look at the translation, it means the lessening of self-destructive tendencies. Aber wenn wir uns diese Übersetzung anschauen oder die Bedeutung, dann heißt es, dass wir die selbst zerstörerischen Tendenzen, dass wir denen entsagen, dass wir diese mindern. Lessening, grasping, clinging, aversion. Also das Mindern von Anhaften und von Aversion. The second quality is the cultivating the intention of goodwill, of loving kindness to all beings. It opposes ill will and anger. Und an zweiter Stelle in dieser weisen Gesinnung oder Absicht finden wir ein Kultivieren des Wohlwollens, was allen Groll und aller Missgunst entgegenwirkt. So this wise intention also of cultivating the intention of non-harming that's guided by compassion. Also auch hier wieder das Kultivieren des Wohlwollens, was unterstützt wird von Mitgefühl, geführt wird von Mitgefühl. You can see that these qualities are incredibly supportive of a wise understanding of things. Und diese Qualitäten helfen uns einfach ein weises Verstehen der Dinge zu entwickeln. And then to speak about these qualities of integrity, of living virtuously. Dann möchte ich nun über die Qualitäten der Integrität und eines tugendhaften Lebens sprechen. And when we're living with integrity, quite naturally the mind and the heart is calmer, is clearer, because we're not
consumed by guilt and shame and remorse, regret. Und wenn wir ein Leben in Integrität führen, dann passiert es ganz natürlich, dass unser Geist und unser Herz zur Ruhe kommt, weil wir nicht gequält werden von Schuld und Scham und von Bedauern. We're really bringing awareness to our speech. Wir bringen da Aufmerksamkeit und Bewusstheit gegenüber unserer Sprache. Our speech is very, very powerful. Unsere Sprache, unsere Rede ist sehr kraftvoll. It can bring profound healing. Sie kann zu tiefgründiger Heilung beitragen. And our speech can kill. Und unsere Sprache kann auch töten. So bringing mindfulness to speech is a powerful ally as we go out into the world. Wenn wir Achtsamkeit aufbringen gegenüber unserer Sprache, dann kann das eine mächtige Unterstützung uns darbieten in dieser Welt. And wise speech is speech that is useful. Eine weise Rede ist eine Rede, die nützlich ist. It's honest. Und ehrlich. It's kind. Freundlich. It's beneficial. Förderlich. It's timely. Und wird im rechten Moment gesprochen. And we also begin to understand that when we speak unwise speech, it creates suffering. Und wir beginnen auch zu verstehen, dass wenn wir uns einer unweisen Sprache oder Rede bedienen, dass dies zu Leiden führt. So for example, if we were lying, it was false speech. Wenn wir falsche Rede benutzen, beispielsweise Lügen, it breaks trust. Dann erschüttert das Vertrauen. Slandering others creates division. Und andere zu verunglimpfen oder ihnen übel nachzureden, kreiert eine Trennung. It breaks unity. Es durchbricht die Einheit. Harsh speech, speech that's insulting. Harsche Sprache, eine Sprache, die beleidigt. Speech that's shaming. Oder auch beschämt. Takes away one's dignity. Die beraubt die andere Person ihrer Würde. Idle talk. Geschwätz. It lacks purpose and meaning. Da fehlt es an tieferer Bedeutung und Sinnhaftigkeit. It's amazing when you think of it in our world. We are so much wanting to connect with each other. Und es ist auch erstaunlich, in unserer Welt sehnen wir uns so sehr danach, miteinander in Verbindung zu sein. I did a Google search last night. Ich habe gestern Abend bei Google gesucht. I was curious, how many people now have signed up for Facebook. Ich war neugierig, wie viele Menschen sich bisher bei Facebook angemeldet haben. 1.19 billion people on this planet. I don't work for Facebook. 1.19 billion people. 1,19 Milliarden Benutzer. Ich arbeite nicht für Facebook, aber 1,19 Milliarden Benutzer gibt es. Want to connect. Sie alle wollen in Verbindung sein. But sometimes we have all these connections with these billion people and we don't know our next door neighbor. Manchmal haben wir all diese Verbindung zu diesen Milliarden Menschen, aber wir kennen unseren Nachbarn von nebenan nicht. But there's a human longing for us to connect. Aber es gibt so eine Sehnsucht in uns Menschen, in Verbindung zu sein. Later the other night, we were speaking like the sense of wanting to belong. Und auch in einem der vergangenen Dharma-Vorträge sprach ich dieses Gefühl und diesem Wunsch danach an, zugehörig zu sein. Everyone to see me and say and to love me. Möchte, dass ich gesehen werde und dass alle mich sehen und mich lieben. We like that. We like to be loved. Das mögen wir. Wir mögen gerne geliebt werden. So Hafiz, he has something to say about this. Hafiz hat dazu etwas zu sagen. It's called admit something. Das heißt, gestehe etwas ein. He says, everyone you see to them, love me. Er sagt, zu jedem, den du siehst, sagst du, liebe mich. But of course, you'd never say this out loud because somebody would call the police. Aber natürlich sprichst du es nicht laut aus, sonst würde jemand die Polizei rufen. But still, they'll think about this great pull in us to connect.
Dennoch, denk mal darüber nach, über dieses große Verlangen in uns nach Verbindung. So why not be that one who lives with a full moon in each eye that is saying in that sweet moon language what every other eye and heart in this world is dying to hear, love me. Warum werden wir nicht zu jenem, der mit einem vollen Mond in jedem Auge lebt und in mondlich süßer Sprache spricht, was jedes andere Auge und Herz dieser Welt sehnlichst sich erwünscht zu hören? Liebe mich. So why not be that one who lives with a full moon in each eye that's saying in that sweet moon language what every other eye and heart in this world is dying to hear? Love me. Why not be that one? Warum werden wir nicht zu jenem, der mit einem vollen Mond in jedem Auge lebt und in mondlich süßer Sprache spricht, was jedes andere Auge dieser Welt sehnlichst sich erwünscht zu hören? Liebe mich. Warum werden wir nicht zu dieser Person? Why not be that one? Warum werden wir nicht zu dieser Person? So these steps of the Noble Eightfold Path are pointing as guideposts on how we can live our lives with great integrity. Dieser edle achtfache Pfad ist für uns so wie ein Hinweisschild und es weist uns den Weg, wie wir ein Leben voller Integrität leben können. The teachings of wise action speak about these precepts that we began the retreat with. Und dieser Schritt des weisen Handelns spricht genau diese Übungsgebote an, diese fünf Übungsgebote, mit denen wir unser Retreat begonnen haben. That we can bring into our lives after the retreat. Und auch diese können wir in unser Leben bringen nach dem Retreat. The qualities of the profound understanding of the sacredness and the reverence of all life and not wanting to take life. Und dieses tiefe Verstehen, diese tiefe Ehrfurcht vor der Heiligkeit von allem Leben und kein Leben nehmen zu wollen, nicht zu verletzen. It's interesting, in the Pali, it's Panatipata. Auf Pali heißt das Panatipata. And that literally means to not take away one's breath. Und wortwörtlich heißt das, niemanden den Atem zu nehmen. The second training of not taking that which is not given, not stealing, and the practice of generosity. Das zweite Training, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde, nicht zu stehlen, das die Großzügigkeit zu praktizieren. And as we leave the retreat, instead of celibacy, practicing non-sexual harming. Und wenn wir das Retreat verlassen, anstelle dessen, dass wir weiter im Zölibat leben, können wir uns bemühen, durch unser sexuelles Verhalten kein Leid zuzufügen. A practice of honoring and respect, sensitivity and kindness. Und eine Praxis annehmen, die angefüllt ist von Respekt und Sensibilität, Freundlichkeit und davon, andere Menschen zu ehren. The practices again of wise speech, not to lie. Und dann auch wieder die Praxis der weisen Rede, nicht zu lügen. And of course the last practice of abstaining from intoxication, that with intoxication may be very easy to cause some harm. Und als letzte Praxis, uns von Rauschmitteln fernzuhalten, denn wenn unser Geist berauscht ist, dann ist es ganz leicht, anderen einen Schmerz zuzufügen. So again, these, you know, when we ask, like, how do I bring this into my life, these are the teachings of the Eightfold Path. Wenn wir uns also diese Frage stellen, wie bringe ich dies in mein Leben, dann ist das die Lehre des achtfachen Pfades. And even in the sense of our livelihood, is it livelihood that is causing harming? Und auch bezogen auf unseren Lebenserwerb können wir reflektieren, ist dies ein Lebenserwerb, der Schaden zufügt, der zu Leid beiträgt. And I know it's not easy, because for many of us we do have to work, we have families to support, but how do we find work that is as best we can, that's causing the least of harm?
Und natürlich ist das für viele von uns nicht leicht. Wir müssen arbeiten, wir haben Familien, die wir zu versorgen haben. Aber einfach zu reflektieren, wie kann ich einer Arbeit nachgehen, die so wenig wie möglich Leid verursacht. Because when you think of all of these precepts, I will say I think that it's important to understand that we cannot do no harm, but how can we in our lives do the least harm? Und wenn man sich all diese Übungsgebote anschaut, dann ist es wichtig zu verstehen, dass es unmöglich ist, ein Leben zu leben, in dem wir keinen Schaden anrichten oder kein Leid verursachen. Aber wie können wir auf eine Art und Weise leben, wo wir so wenig wie möglich verletzen? As we're living our lives in more in line with integrity and harmony, this supports deeper concentration, steadying the mind. Und wenn wir ein Leben leben, was integer ist und in Harmonie und im Gleichgewicht, dann unterstützt das, dass unser Geist zur Ruhe kommt. We become aligned with a wise effort, a wise way of working with practice. Und wir erschließen uns ein weises Streben, ein weises Bemühen in unserer Praxis. We try to restrain and abandon ways of life that don't serve us. Wir bemühen uns darum, Wege im Leben, die uns nicht dienlich sind, einzuschränken. And conversely, we develop and try to maintain ways of life that serves the causes the least harm, brings more blessing into the world. Und auf der anderen Seite bemühen wir uns, Wege im Leben zu finden, die so wenig wie möglich Verletzungen verursachen und positiv und förderlich, dienlich sind. We practice mindfulness of the body, feeling tones, the mind states. Wir praktizieren Achtsamkeit bezogen auf den Körper, die Gefühlsregungen, die Geisteszustände. We work with the fourth foundation of mindfulness, these collection of teachings on how to support to deepen our practice for realization. Wir arbeiten mit der vierten Grundlage der Achtsamkeit, mit den Lehren, die uns helfen in dieser Praxis und in dem Erkennen. These supportive, noble steps support the deeper understanding of suffering and its causes. The path to peace. Und diese unterstützenden Schritte des edlen achtfachen Pfades tragen dazu bei, dass wir ein tieferes Verständnis entwickeln über das Leiden, die Ursachen des Leidens und den Weg zur Befreiung und in eine größere Freiheit hinein. And again, I'll say that if you're looking for direction, for guidance, please immerse yourself in studying and learning and especially practicing with these noble eightfold steps. Und ich möchte noch mal betonen, dass wenn du nach Führung suchst, dass du dich mit diesem edlen achtfachen Pfad beschäftigst, dass du ihn studierst und dass du versuchst, danach zu leben. This will be a great protection. Denn er wird dir ein großer Schutz geben. Einen großen Schutz geben. This will be a great blessing. Ein großer Segen sein. For yourself and others. Für dich und für andere. You become guardians of the world, bringing more love and wisdom. Ihr werdet zu Schützern, Beschützern dieser Welt und bringt Liebe und eine größere Weisheit in sie hinein. I also say that there's other supportive ways to support your practice in life. Es gibt auch andere Unterstützung, die deine Praxis im Lebensalltag unterstützen kann. And that is to sit with others to meditate together. Und diese Unterstützung bietet es, mit anderen zusammenzusitzen und miteinander zu meditieren. Listen to Dharma talks. Sich Dharma-Vorträge anzuhören. All of the talks that were offered here will eventually be on dharmaseed.org. We will give information with Arbor and you'll be able to listen to all of these. All die Vorträge, die hier gehalten worden sind, werdet ihr auf dharmaseed.org finden und diese
Informationen bekommt ihr auch nochmal über den Arbor Verlag und dort könnt ihr euch die Vorträge auch immer wieder nochmal anhören. Dharma Seed has thousands of Dharma talks from retreats from many years. Und auf dieser Seite dharmaseed.org findet ihr tausende von Dharma-Vorträgen von allen möglichen Retreats auf dieser Welt. And they're all offered freely and people can support if they want by Dharma. Und sie werden alle kostenfrei angeboten und die Menschen können durch Spenden beitragen, wenn sie möchten. Take meditation retreats. Und eine weitere Empfehlung ist, weitere Meditationsretreats zu besuchen. If you want, on I think it's Saturday, I'll be in Germany. Can start another week long. Come on and join us. Wenn ihr möchtet, ich glaube, ab Samstag bin ich in Deutschland und da geht das nächste Retreat los. Dann könnt ihr noch eine Woche dranhängen. We'll give you the info if you're interested. Wir geben euch da auch gerne nochmal Bescheid, wenn ihr da Interesse habt. Next year, next summer, I'll be in Spain, in Germany, in Belgium teaching retreats. Nächstes Jahr im Sommer bin ich auch wieder zurück in Deutschland, Spanien und auch in Belgien und gebe Retreats. But there's retreats offered by many wonderful teachers all over the place. Aber Retreats werden von vielen wunderbaren Lehrern und Lehrerinnen überall angeboten. So if you don't have a sitting group in your area, Google mindfulness. Who knows what you'll find? Und wenn du bisher keine Sitzmeditationsgruppe hast in deiner Region, dann google einfach mal Achtsamkeit und wer weiß schon, was du da alles finden wirst. And if no one's there, you start a sitting group in your house. Und wenn es noch keine Sitzmeditationsgruppe gibt, dann fängst du eine bei dir zu Hause an. Once a week, once every 2 weeks, once a month, you get your friends, you come over, you sit together and practice. Einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen, einmal pro Monat lädst du einfach deine Freunde ein zu dir nach Hause und ihr setzt euch gemeinsam hin und praktiziert. I'll speak more about some of this tomorrow as well. Morgen werde ich darüber noch ein mehr sprechen. So for the rest of the night I'm going to speak about metta, loving kindness. Den Rest des Abends möchte ich über Metta sprechen, liebende Güte. But I really just want to convey that these eightfold steps are a map to really supporting our life to grow with great wisdom and compassion. So I hope that you'll take a deep look at this and really offer some support for all of us. Also, ich möchte aber einfach betonen, dass dieser edle achtfache Pfad wie eine Landkarte ist für unser Leben und uns hilft, uns in eine Richtung zu entwickeln, in der wir aus größerem Mitgefühl und größerer Weisheit heraus leben können. Ich möchte euch wirklich unterstützen, sich damit zu beschäftigen. So, speaking about metta, or loving kindness. Und jetzt möchte ich über Metta, liebende Güte, sprechen. From my experience, practicing mindfulness naturally as we grow more sensitive to our own pain and that of others, quite naturally the qualities of the heart open. Aus meiner Erfahrung ist es ganz natürlich, dass wenn wir Achtsamkeit praktizieren, wir sensibler werden gegenüber uns selbst und auch gegenüber anderen Menschen und diese Qualitäten des Herzens eröffnen sich uns einfach. It's actually interesting in Chinese, the Chinese character is heart mind. They're like brought to that. I mean, that's the Chinese character for mindfulness is heart mind. Und es ist ganz interessant, denn der chinesische Buchstabe für Achtsamkeit besteht aus 2 Symbolen, dem Herz und dem Geist. So there's not a separation. Da gibt es keine Trennung. It's the definition of mindfulness is heart, mind. Die Definition von Achtsamkeit besteht in dem Herzen und dem Geist. Act of kindness, we're getting this bug and taking it out the room. Ein Akt der Güte, dieses Insekt aufzunehmen und es aus der Halle zu tragen. Because we understand that this bug has their life. Denn wir wissen auch, dass auch dieses Insekt ihr Leben hat. And just as much as we've become aware of how much we love our own lives. Und genauso wie uns bewusst wird, dass wir selbst unser eigenes Leben lieben und an ihm hängen. We begin to sense that perhaps this bug loves its life too. And under the reverence of life, we want to protect it to
Bring it outside, so no one doesn't step on it. Und so beginnen wir vielleicht auch zu verstehen und zu überlegen, dass vielleicht dieses Insekt auch sein Leben liebt. Und aus Mitgefühl heraus nehmen wir es auf und tragen es aus der Halle, um dieses Leben zu schützen, sodass niemand drauf tritt. This four different qualities of the heartfelt practices. Es gibt vier verschiedene Qualitäten dieser herzerfüllten Praxis. Sometimes called the Brahmaviharas, which means the abodes of the gods. Und es wird auch als Brahmaviharas bezeichnet, und zwar sind es die Wohnstätten der Götter. This is the qualities of loving kindness. Darin zu finden ist die Qualität der liebenden Güte, which is a quality of friendliness, that which softens the hardened heart. Eine Eigenschaft der Freundlichkeit, dessen, was das verhärtete Herz weich werden lässt. This, the qualities of compassion, the sense of just the compassion for those with pain. Darin finden wir die Qualität, die Eigenschaft des Mitgefühls, Mitgefühl gegenüber denjenigen, die Schmerz empfinden und im Schmerz sind. This is the qualities of empathetic joy or sympathetic joy, that we take delight in another person's happiness. Und dann gibt's die Qualität, die Eigenschaft der empathischen Mitfreude, dass wir uns daran freuen, wenn jemand glücklich ist. And this last quality of deep balance, this understanding of things with a friendliness and embodying these other qualities. Und dann gibt es die Qualität der Eigenschaft eines tiefen Gleichgewichts, einer tiefen Balance, die auch die anderen wiederum durchdrängt. So it might be helpful to actually talk a little bit or tell the story of how did the loving kindness practice originate. Und an dieser Stelle möchte ich gerne darüber sprechen, wie diese Praxis der liebenden Güte ihren Ursprung nahm. And there was a time back during the Buddha that a group of monks wanted to go meditate in a deep forest. Damals in der Zeit des Buddhas gab es eine Gruppe von Mönchen, die in den Wald zogen, um zu meditieren. And so they bid farewell to the Buddha, and then they walked to this very remote forest. So verabschiedeten sie sich vom Buddha und wanderten in diesen weit entlegenen Wald. And it was a great place. Es war ein fantastischer Ort. And they began to practice, and things were just going very well. Und sie begannen zu praktizieren, und alles lief sehr gut. But what they didn't know, that the forest also lived in the forest, were these tree spirits. Aber was sie nicht wussten, war, dass in diesem Wald auch Baumgeister lebten. And they generally were incredibly beautiful looking, like translucent, luminous. Und es waren im Allgemeinen ganz strahlende, schöne Wesen. And a smell of almost like sandalwood came out of their bodies, just delicious. Und ein Geruch von Sandelholz kam von ihnen. Es war wirklich herrlich. And their voice was like the sounds of sweet wind. Und ihre Stimmen klangen wie das Geräusch des süßlichen Windes. Well, the tree spirits were waiting very patiently for the monks to leave, because it was their home. And after a while, it looked like they weren't budging. They didn't care, you mean? They weren't moving. Yeah. So warteten also diese Baumgeister ganz geduldig darauf, dass die Mönche wohl wieder gehen würden. Aber nach einer Weile nahm es den Anschein, dass sie nicht vorhatten zu gehen. And since they were tree spirits, they had magical powers. Und weil sie ja Baumgeister waren, hatten sie Zauberkräfte. And they could transform their luminous-looking appearances into really scary and ugly appearances. Und so konnten sie also ihre strahlende, wunderschöne, ihr schönes Antlitz verwandeln in ein ganz schreckliches, grässliches und hässliches. And instead of having this sweet smell of sandalwood, they smelled like a septic tank. Terrible smell. Und anstelle, dass sie diesen süßlichen Sandelholzgeruch verströmten, kam von ihnen ein ganz fürchterlicher Gestank.
And their voices, instead of them being sweet sounding, were screeches and hollers and screams that were death defying. Und ihre Stimmen verloren ihren süßlichen Klang und wurden auf einmal ein Geschrei und Geheule und ein ganz furchtbare Geräusche, die von ihnen kamen. Well, they scared those monks almost out of their pants. Und diese Mönche waren in Todesangst. And they left and came back to the Buddha. So sind sie also, haben sie den Wald verlassen und sind zurück zum Buddha. And then the Buddha said, "What are you doing back here? I thought you were going to the forest." Und dann hat der Buddha gesagt, was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr seid im Wald. And then the monks told them what had gone on. Und dann haben die Mönche ihm erzählt und berichtet, was geschehen ist. And then the Buddha instructed them in loving kindness meditation, asked them to practice it every step of the way back to that forest. Und dann hat der Buddha sie angeleitet und ihnen die liebende Güte Meditation beigebracht und sie ihnen gesagt, sie sollen sie praktizieren mit jedem Schritt, den sie sich zurückbewegen auf den Wald zu. So I'd like to read you the Metta Sutta from the Buddha. Ich möchte euch gerne das Metta Sutta des Buddhas vorlesen. So I think I'll just read it through and yeah. Okay. I agree. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, nor proud and demanding in nature, let them not do the slightest thing that the wise would later reprove. Wishing in gladness and in safety, may all beings be at ease, whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, those living near and far away, those born and even yet to being born, may all these beings be at ease. Let none deceive another or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another, even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outward and unbounded, freed from hatred and ill will. Whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding. By not holding to fixed views, the pure-hearted one, having clarity of vision, being freed, is not born into any world. Wem klar geworden, dass der Friede des Herzens das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Er sei stark, aufrecht und gewissenhaft, freundlich, sanft und ohne Stolz. Genügsam sei er, leicht befriedigt, nicht viel geschäftigt und bedürfnislos. Die Sinne still, klar der Verstand, nicht dreist, nicht gierig sei sein Verhalten. Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen, wofür ihn Verständige tadeln könnten. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nahe, geboren oder einer Geburt zustrebend, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte einen anderen. Aus Ärger oder Übelwollen wünsche man keinem irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einziges Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken
ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung nach oben, nach unten und nach allen Seiten. Im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen, entfalte man eifrig diese Gesinnung. Dies nennt man Weilen im Heiligen. Wer sich nicht an Ansichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, dem Sinnengenuss nicht verhaftet ist, für den gibt es keine Geburt mehr. And so they were reciting and practicing this quality of friendliness and love each step of the way back to the forest. So rezitierten sie also und praktizierten diese Gesinnung der Freundlichkeit und Liebe mit jedem Schritt, den sie taten, zurück auf den Wald zu. Standing this loving kindness above and below in all directions, may all beings know peace. Und sie ließen diese liebende Güte sich entfalten in alle Richtungen, nach oben und nach unten. Mögen alle Wesen in Frieden sein. And the tree spirits looked out and they saw the monks coming back. Und die Baumgeister hielten Ausschau und sie sahen, wie die Mönche zurückkamen. They were outraged. Sie waren fuchsteufelswild. Instantly they turned into even more horrific looking appearances. Und sofort verwandelten sie sich in noch abscheulichere Wesen. Instantly a stench so strong it could knock anyone over came out of their bodies. Und sofort kam ein so arger Gestank von ihren Körpern, dass jeder in Ohnmacht fallen würde. And instantly out of their voice screeching and howling could almost break glass. It was terrifying. Und sofort veränderten sich ihre Stimmen zu einem Jauchzen, Schreien und Heulen, dass es wirklich bis in die Glieder ging. And they got ready to pounce on those monks. Und sie machten sich bereit, diese Mönche zu überfallen. Meanwhile, the monks are walking, lifting, moving, placing, may all beings be at peace. Und in der Zwischenzeit gingen die Menschen, die Mönche, sie hoben ihren Fuß, sie bewegten ihn vor, sie setzten ihn ab, heben, vorbewegen, absetzen, heben, what's so funny? Absetzen. Was ist daran so lustig? So as these monks were practicing these qualities of friendliness, it set off kind of a wave into the forest. Und während diese Mönche, also auch diese Praxis der liebenden Güte, dieses Wohlwollens, dieser Freundlichkeit nachging, breitete sich es von ihnen aus und ging so wie in Wellen auf den Wald zu. Have you ever just felt this breeze that was just so wonderful? Habt ihr jemals diese Brise vernommen, die einfach so wunderbar sich anfühlt? And this breeze was filled with friendliness and kindness and love. Und diese Brise war angefüllt von Freundlichkeit und Güte und Liebe. Can you feel it now? Könnt ihr es jetzt spüren? There's a feeling, this benevolence, and it swept into the forest and went into the tree spirits, and they were just so taken with this kindness. Und es ist so ein richtiges Gefühl, so ein Gespür. Und dieses Gefühl hat diese Waldgeister, diese Baumgeister wie umhüllt und ist in sie eingedrungen. As they felt this wave of kindness, they instantly transformed themselves back into their luminous, sweet-smelling and sweet-speaking appearances. Und als sie so ganz erfüllt wurden von diesem Wohlwollen, von dieser Liebe und dieser Güte, haben sie sich sofort wieder zurückverwandelt und ihre wunderschöne, strahlende Gestalt angenommen, ihren zauberhaften Duft verstäubt und ihre wunderbare Stimme zurückgewonnen. And without even talking to one another, some started gathering water, some collected wood, some began to sweep the path of the forest floor to greet these monks. Und ohne miteinander zu sprechen, begannen sie einige begannen Holz zu sammeln für ein Feuer, andere haben Wasser zusammengetragen und wieder andere haben begonnen, den Waldboden zu kehren, damit die Mönche diesen Pfad lang gehen können. They were so taken with these qualities of kindness and love. Sie
waren so bewegt und erfüllt von diesen Qualitäten der Liebe und der Güte. They were eager to greet the monks and then to also to ask them, what are you practicing? We want to learn this. We want to practice this with you. Sie waren ganz aufgeregt und wollten so gerne auf diese Mönche treffen und sie begrüßen und in Erfahrung bringen, was sie praktizieren, weil sie es auch gerne lernen möchten. And so they all began to practice together. Und so begannen sie alle miteinander zu praktizieren. And like some Buddhist stories, they all got enlightened and they all lived happily ever after. Und so wie es in manch einer buddhistischen Geschichte dann heißt, haben sie alle, ist ihnen allen Erleuchtung widerfahren und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. May we never underestimate the powers of love. Mögen wir die Kraft der Liebe niemals unterschätzen. Even a single candle in the darkest of the night illuminated. Selbst eine einzige Kerze in der Finsternis der Nacht entzündet, dispels all the darkness around it. Verjagt alle Dunkelheit um sie herum. Love dispels fear. Die Liebe verjagt die Angst. Love dispels pain. Die Liebe verjagt den Schmerz. Love dispels separation. Und jedwede Trennung. There's no greater force than love. Es gibt keine größere Macht als die Macht der Liebe. In Pali there's even a word called metta citta vimutti. In Pali gibt es ein Wort metta citta vimutti. And it means the liberation of the mind and the heart through love. Und es bezeichnet die Befreiung des Herzens und des Geistes durch die Liebe. How can that be? Wie ist das möglich? Because it breaks narcissism, egocentricity. Denn sie durchbricht den Narzissmus und die Egozentriertheit. Breaks greed, hatred, unawareness. Und durchbricht Gier, Hass und Unbewusstheit. Breaks jealousy. Und Eifersucht. Breaks all that burdens the heart. Und alles, was das Herz beschwert. It is said in the text that there's 11 benefits of loving-kindness meditation. Im Text heißt es auch, dass es 11 Früchte oder 11 verschiedene Nutzen gibt, die sich uns erschließen durch diese Meditation der liebenden Güte. Number one. Nummer eins. Back to the lists again. Zurück zur Liste. One sleeps peacefully. Man schläft friedlich. One wakes up peacefully. Man wacht friedlich auf. One has pleasant dreams. Man hat angenehme Träume. One is loved by human beings. Man wird geliebt von Menschen. One is loved by animals and celestial beings. Man wird geliebt von Tieren und von himmlischen Wesen. One is protected by less celestial beings. Man wird von himmlischen Wesen geschützt. Protected from outer harm. Und zwar beschützt von äußeren Schaden oder Gefahr. Fire, poison, weapons. Wie beispielsweise Feuer, Giften oder Waffen. One is joyful and unified. Man ist voll Freude. And for those of you that like you get a bright and serene complexion. Und gesammelt. Und für diejenigen, die es wichtig ist, man bekommt auch ein strahlendes Äußeres. Dies peacefully. Man stirbt friedvoll. Has a fortunate rebirth if you think about rebirth. Und man hat eine günstige Wiedergeburt, wenn du an sowas glaubst. So these are some of the benefits of loving kindness. Das sind die Früchte der liebenden Güte. But I love this part about breaking our narcissism. Aber mir gefällt dieser Teil so sehr, in dem es heißt, dass es unseren Narzissmus durchbricht. In my beloved wild man, Persian poet Hafiz couldn't say it any better. Und mein geliebter, wilder, persischer Dichter Hafiz hätte es nicht besser ausdrücken können. This poem is about a description of totally being obliterated by love. Und obliterated was kind of like... Okay. Und dieses Gedicht ist so, als wenn man vollkommen durchdrungen ist mit Liebe. Sorry, it's true. Ja. So it's called I've Learned So Much.
Lehafiz. He says, I've learned so much that I can no longer call myself a Christian, a Hindu, a Muslim, a Buddhist, or a Jew. The truth has shared so much of itself with me that I can no longer call myself a man, a woman, an angel, or even a pure soul. Love has befriended Hafiz so completely. It has turned to ash and freed me of every concept and every image my mind and heart has ever known. Love has befriended Hafiz so completely, it has turned to ash and freed me of every concept and image my mind and heart has ever known. That's what it is to be totally blown open with love. Ich habe so viel gelernt, Hafiz. Ich habe so viel von Gott gelernt, dass ich mich nicht länger einen Christen, einen Hindu, einen Moslem, einen Buddhisten, einen Juden nennen kann. Die Wahrheit hat so viel mit mir geteilt, dass ich mich nicht länger einen Mann, eine Frau, einen Engel oder sogar eine reine Seele nennen kann. Die Liebe ist Hafiz so sehr zum Freund geworden, dass sie mich in Asche gelegt und befreit hat von jeglichem Konzept und Bild, welches mein Geist jemals kannte. Die Liebe ist Hafiz so sehr zum Freund geworden, dass sie mich in Asche gelegt und befreit hat von jeglichem Konzept und Bild, welches mein Geist jemals kannte. Und so ist es, wenn man ganz und gar durchdrungen und geöffnet wird von der Liebe. Love has befriended Hafiz so completely, it has turned to ash and freed me of every concept and image my mind and heart has ever known. Die Liebe ist Hafiz so sehr zum Freund geworden, dass sie mich in Asche gelegt und befreit hat von jeglichem Konzept und Bild, welches mein Geist jemals kannte. Pretty good, huh? Ziemlich gut, nicht wahr? So you could say that all of these teachings of the Dharma and the Buddha really, you know, they're wise, they're loving, and perhaps they can just be brought down just to one word, they're kind. Und alle diese Lehren des Buddhas und des Dharmas, sie sind liebevoll und freundlich und vielleicht können sie auf dieses eine Wort auch begrenzt werden. Sie sind einfach freundlich. It is said after the Buddha's death that Ananda, was his attendant and relative, and he was the one that actually memorized all of the Buddhist texts and then passed them on. But he kept on saying after the Buddha died that he was found crying in the woods. Und Ananda, der Assistent des Buddhas, auch derjenige, der die Lehren auswendig gelernt hat und weitergetragen hat, es wurde gesagt, dass als der Buddha verstorben ist, er dort aufgefunden wurde. And Ananda kept on repeating about the Buddha. Und, just passed away. Und er hat immer wieder wiederholt über den Buddha, der gerade verstorben war. He kept on repeating, he was just so kind. Er hat immer wieder, he was just so kind. He was just so kind. Er hat immer wieder wiederholt, er war einfach so liebevoll, er war so liebevoll, er war einfach so liebevoll. He was just so kind. Er war so liebevoll. And when I think about I had the wonderful opportunity to live in a monastery for 8.5 years. Und wenn ich darüber reflektiere, dass ich die Möglichkeit hatte, in einem Kloster zu leben, 8.5 Jahre lang. I had a beloved teacher who I studied with for 25 years until he died at the age of 98. Und einen geliebten Lehrer hatte, mit dem ich 25 Jahre lang, von dem ich 25 Jahre lang gelernt hatte, bis er im Alter von 98 Jahren gestorben ist. When I think about just living with these forest monks and studying with them for many years, there was a legacy that was passed on. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit diesen Mönchen dort im Kloster gelebt habe, dann gibt es dort ein Vermächtnis, was weitergegeben wurde. It was a legacy of kindness. Und das war dieses Vermächtnis der Freundlichkeit, der Güte. And it feels like since even the time of the Buddha, just passing on generation to generation to generation, this legacy of non-harming, of reverence of life, of kindness. Und das ist es, wie es mir scheint, was einfach über Generationen und Generationen hinweg weitergegeben wird. Dieses Vermächtnis des Nichtverletzens, dieses Vermächtnis der,
der Güte und der Freundlichkeit. Their lives were austere, they practiced a lot, but they were just so kind. Und die Mönche, sie praktizierten sehr hingebungsvoll und sehr ernsthaft und sie waren aber auch voller Güte. So I'll just end with a couple of readings. Dann möchte ich mit zwei Texten, ein paar Texten abschließen. One's from Albert Einstein. Einer ist von Albert Einstein. Let's start with him. Mit ihm beginne ich. So we know of him, of course, as a great physicist and so forth, but he also was a mystic in some ways. Wir kennen ihn vor allem als großen Physiker natürlich, aber auf eine gewisse Art und Weise war er auch ein Mystiker. He says, a human being is part of the whole, called by universe, a part limited in time and space. We experience ourselves, our thoughts and feelings as something separated from the rest, and this is a kind of optical delusion of our consciousness. And this delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures in the whole of nature in all its beauty. Albert Einstein. Der Mensch ist Teil des Ganzen, was sich Universum nennt, ein Teil begrenzt in Zeit und Raum. Wir erfahren uns selbst, unsere Gedanken und Gefühle, als etwas vom Rest Getrenntes, eine optische Täuschung unseres Bewusstseins. Diese Täuschung ist wie ein Gefängnis für uns, uns auf unsere persönlichen Verlangen reduzierend und auf die Zuwendung der wenigen uns nahestehenden Menschen begrenzend. Unsere Aufgabe muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, durch das Ausweiten unseres Mitgefühls, so dass es alle lebenden Geschöpfe und die gesamte Natur in ihrer vollen Schönheit umfasst. Albert Einstein. So we'll just sit for a minute and I'm going to read the last poem at the end of our next sit. Dann lasst uns einen Moment sitzen und das letzte Gedicht werde ich zum Ende unserer Meditationssitzung lesen, am Ende des Tages. Breathing in and breathing out and opening to great kindness. Einatmen und ausatmen, öffne dich großer Güte. I'm just feeling that sense of every one of us here, we've been supporting each other all week here in silence and practice together. Und spüre nochmal da hinein, wie wir alle über diese gesamte letzte Woche einander unterstützt haben durch das edle Schweigen und das gemeinsame Praktizieren. And every one of us has things going on way down there where the spirit meets the bone. Und jeder von uns hat ganz viel, was geschieht und was uns bewegt und tief drinnen uns passiert, dort, wo der Geist das Fleischliche trifft. May there be great compassion and loving kindness to each of us here. Möge da ein großes Mitgefühl und eine große Güte da sein für jeden für uns, von uns hier. Supporting and appreciating our community. Unsere Gemeinschaft unterstützen und schätzen. May each of us here be safe and with ease. Möge jeder und jede hier in Sicherheit sein und Wohlbefinden erfahren. We've become endeared to each other through our practice together, supporting one another. Wir sind einander wichtig geworden und stehen uns nahe durch unsere Praxis und dadurch, dass wir einander unterstützen. May we be safe and may we know peace. Mögen wir sicher sein und mögen wir in Frieden sein.